Heute möchte ich Ihnen kurz erklären, wie Sie das Etari ET111 auf Werkseinstellung zurücksetzen. Sollte mal die Kalibrierung fehlgeschlagen sein oder das Gerät mit starken magnetischen Feldern in Berührung gekommen sein, dann sollten Sie auf jeden Fall das Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen und neu kalibrieren. Sie schalten das Gerät mit Druck auf den Sensor ein und halten dann die Nulltaste so lange gedrückt, bis diese vier Nullen auf dem Gerät ersichtlich sind. Dann ist das Gerät auf Werkseinstellung zurückgesetzt und kann neu kalibriert werden.